Moin moin liebe Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal mit Super Mario Party. Heute rausgekommen und wir starten direkt, direkt mal. Eigentlich wollte ich mit jemandem zusammenspielen und zwar mit meiner Freundin, die sich allerdings jetzt erstmal in den Krankheitsurlaub verabschiedet hat und sich so schlimm anhört. Naja, uns das mal an. Aber was bedeutet das? Und wie soll man es entscheiden? Aha, Mario hat offenbar eine Idee, wie man den Superstar ermitteln könnte. Anna gefällt sein Vorschlag ganz offensichtlich. Und sie scheinen ganz heiß darauf zu sein, ihn in der Tat umzusetzen. Gut so. Dieses Mal werden wir herausfinden, wer der wahre Superstar ist. Oder? Was? Organisationsteam für die Wettbewerbe besteht aus alten Bekannten, meiner Freundin Toadette und mir selbst. Also dann, legen wir los. Hast du da nicht etwas vergessen? Oh oh, Bowser. Es könnte auch jemand von uns zum Superstar werden. Stimmt's, Leute? Ah, da sind sie alle. Vereint. So knuddelig, ne? Und überhaupt, diesem Organisationsteam traue ich nicht über den Weg. Kamek! Du machst auch beim Orga-Team mit und lass dich von anderen nicht unterbuttern. Jawohl! Aber warte nicht, dass ich euch Vorteile gewähre, verehrter Bowser. Sehr schön, mit Kameks Hilfe sollte die Vorbereitung noch schneller abgeschlossen sein. Gespannt. So, Leute, jetzt sind wir startklar. Wartet nur ab, was wir in petto haben. Schlag den Star oder schlag den Raab im Super Mario Land. Hui. Felder. Ja, da freuen sich alle. Dieserweise, ne? Das bekämpfen sie sich bis zum Tod und jetzt. Startfrei für die Spieler um den Titel des wahren Superstars. Super Mario Party. So. Fangen wir mal an. Also, wen nehme ich denn da? Mit wem habe ich denn Lust zu spielen? Na, war Luigi? Nee. Komm, wir nehmen den Shy Guy. Den finde ich süß. Okay. Willkommen, hier ist der Eingang zur Party Plaza. Mit wem möchtest du deine Party feiern? Sehr stark. Stark. Normal. Was machen wir denn? Okay, pass auf, wir fangen mit normal an, oder? Ja. Normal. Eine nette Geste beim Wettkampf ist übrigens, mit den anderen abzuklatschen. Okay. Am schönsten ist es, wenn alle das Timing genau treffen. Wie wäre es mit einem Versuch? Okay, das war jetzt nicht so schwer. Yeah! Na, das bringt die Wettkämpfer doch aneinander näher, nicht wahr? Und nun viel Spaß bei der Party. Bis dann. Oh, oh. Um die Partygruppe zu ändern, einfach wieder bei mir vorbeischauen, okay? Ja, das machen wir. Tschüss dann, diesmal wirklich. Renn nicht mal rein. Oh, Shy Guy. Hi, Toad. Diese Party ist so groß, dass ich hier etwas für dich zur besseren Orientierung habe. Ein Gerät, das richtig was hermacht. Ein Toad-Tablet. Ich hoffe, es hilft dir. Yeah. Jetzt habe ich den Tablet. Haha. Toad-Tablet nach oben drücken, sieht man das. Okay. Du kannst jetzt das Toad-Tablet verwenden. Darauf findest du unter anderem eine praktische Karte. Schließe das Toad-Tablet, um zur Partyplaza zurückzukehren. Für Mario Party? Okay, hier gibt es einige Sachen. Okay. Ein Brettspiel, das mit den Würfeln gespielt wird. Okay. Wir machen Mario Party. Ach, kann man gar nicht auswählen. Okay. Und wieder zurück. Bis dann. Und jetzt? Ja, zum ersten Spiel hier, oder was? Hier wählt man Flussarme aus, die man befahren möchte, um das Ziel zu erreichen. Die Räfter müssen gut zusammenarbeiten. Genau, Spiele.
Mario Party Zweier Teams. Die Summe der Würfe. Geh mal hier alles durch. Oder? Ich habe schon länger keine Party mehr besucht. Ich bin schon ganz gespannt. Am liebsten würde ich sofort alles ausprobieren. Sollen wir zusammen losziehen? Auf geht's. Sehr schön. Das wird sicher ein großer Spaß. Welchen Charakter austauschen? Ach komm, wir nehmen Wario, kann weg. Ich bin lieber mit Ladies unterwegs. Yeah. Tschüss, Leute. Können wir da rein? Nee, können wir nicht. Gehen einmal rum. Was ist das hier? Komm auf Tod-Tablett nochmal. Ah, okay. Mario Party ist das Rot. Okay, dann gehen wir zu Mario Party zurück. Dann fangen wir mal an. Ja. Ein Brettspiel, das mit Würfeln gespielt wird. Willkommen bei Mario Party. Wusste ich doch, dass es dich hierher verschlägt. Viel Glück. Oh. Drücke Plus, Minus auf, wenn du den Modus wieder verlassen möchtest. Ah, es gibt die Wump... Die Wump-Domino-Ruine. König Bomb-Oms Pulverfassmine. Riesen-Obst-Paradies. Da gibt's... Wir nehmen die Wump-Dump. Okay. Fangen wir an. Circa eine Stunde. Na, das wird ein langes Let's Play. Aber egal, wir wollen uns das anschauen. Oh, grafisch macht schon was her, ne? Das Ganze spielt man mit den normalen Kleincontrollern. Also man den... Pro-Controller kann ich nicht benutzen. Hallo, willkommen bei diesem formidablen Abenteuer. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Yes. Dies ist eine geheimnisumwitterte uralte Ruine. Welchem Zweck sie wohl gedient haben mag? Paar sträubende Fallen. Und dazu riesige Wumms, die dir den Weg versperren. Hier kommt keiner vorbei, ohne jede Ausnahme. Außer ich bekomme die ein oder andere Münze. Na, bestechlich, der gute Mann. Oh je, die Schrecken enden ja wirklich nie. Das Ganze scheint also wirklich kein Kinderspiel zu sein. Wie sieht es mit den Regeln aus? Sollen wir die Regeln durchgehen? Machen wir mal, ne? Oh, Kamei kommt. Würfle und ziehe die entsprechende Zahl an Feldern. Lande auf besonderen Feldern, um Münzen zu sammeln. Aber nimm dich in acht vor roten Feldern. Für jedes gewonnene Minispiel erhältst du eine ganze Menge Münzen. Münzen allein sind ja auch nur Mittel zum Zweck. Um zu gewinnen, brauchst du etwas anderes. Und zwar... Stern. Davon am Ende die meisten hat, gewinnt die Partie. Okay. Selbst 100 Münzen würden dir nur wenig helfen, wenn du nur einen Stern hast. Es ist eben wie beim bekannten Sprichwort, Sterne regieren die Welt. Oh. Gut, dann benötigen wir jetzt die Reihenfolge der Spieler. Bitte würfeln. Boom. Ah, shit. Aber okay. Da ist die Tori und der Shy Guy. Waluigi ist der Dritte. Und Rosalina beschließt die Runde. Okay. Als Startkampf bekommt jeder von mir 5 Münzen geschenkt. Danke. Gerne sind der Schlüssel zum Erfolg. So viel ist ja klar. Also, wo befindet sich der Erste? Da ganz hinten. Hier, ein schöner glänzender Stern. Sammle genügend Münzen und komme dann zu diesem Feld. Okay. Wer sich wohl die meisten Sterne sichern wird? Ui, das wird spannend. Dann mal los. Bin gespannt. Runde 1. So, dann schieß mal los, Peachy. Oh, liegt ja gut vor. Goldener Toropilz. Wurf plus 5. Das ist natürlich cool. So, gucken wir, was wir schaffen. Unser Würfelglück. Yay. Shy Guy Würfel? Achso, normaler Würfel? Shy Guy Würfel. Okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich 4 Felder gehe, ist natürlich sehr hoch hier. Hier nicht. Was denn für Würfel? Wir nehmen den Shy Guy Würfel. Obwohl, nee, wir nehmen, ich bin mal ehrlich spielen. Los geht's. Boom. Oh, hätte ich mal den Shy Guy Würfel genommen. Naja, immer ein paar Münzen. Waluigi ist am Zug. Er nimmt seinen Würfel, der Arsch. Oh, da war ein super Würfel eigentlich. Okay, das sind natürlich die Vorteile der einzelnen Figuren.
Okay, das ist vorbei. So, Rosalina, bin ich gespannt. Was hast du denn für einen beschissenen Rosalina-Würfel? Da kriegt man noch Münzen. Also ich habe den beschissensten Würfel bei Shy Guy. Hätte ich mal einen anders genommen. Naja, wusste ich gar nicht. Hätte man am Anfang vielleicht auswählen können und sehen können, was für Würfel die haben? Ich weiß es nicht. Ein Minispiel. Ihr Spiel, ein Minispiel. Endlich weg. Totaler Durchblick. Bin gespannt. Senkrecht halten. Machen wir. Neige, den Charakter scharf zu stellen. Wenn das gelingt, winkt dir der Charakter zu. Okay. War gar nicht so schwer. Oh. Bin gar nicht so schlecht. Bin ja gar nicht so schlecht. Naja, ist ja auch der normale Modus, ne? Ja, noch alle bereit. So. Die Punkte hier. Also, nur Übung, ne? So. Fangen wir mal an. Bin gespannt. Yes! Oh, Peach kriegt gar nichts hin. Und habe ich ihn schon wieder erwischt. Yes! Ende! Ende! Oh, 15 Punkte. Ich glaube, wir haben den ersten Platz gemacht, würde ich sagen. Ne? Ups, der Shy Guy hat gewonnen. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem von Scary Movie, ne? Mit der Maske. Natürlich war der Shy Guy wahrscheinlich vorher da. Sieger! Yeah, wir sind die Besten. Okay. So, jetzt bin ich mal Runde 2. Peach ist am Zug. Die nehmen alle ihren speziellen Würfel, die Schweine. Hält er schon wieder. Was? Verbündetenfeind. Jetzt? Ein Hammerbruder wurde angefordert. Schon zur Stelle. Du bist jetzt mit Hammerbruder verbündet. Eine 5 ist am wahrscheinlichsten. Und wenn es damit nicht... Okay. Shy Guy ist am Zug. Du kannst nach links oder rechts wirken, um den Würfel zu wechseln. Das habe ich mir gemerkt. Nehmen wir den Shy Guy Würfel jetzt. 4 Fälle werden wir wohl schaffen. Wenn ich jetzt 0 schaffe, dann bin ich wirklich ein Versager. Wir gehen auch hier längs. Besonderes Ereignis. Oh. Ach, die wechseln jetzt alle ihre Positionen. Waluigi ist am Tag. Er würfelt mit seinem speziellen Würfel. Okay. Hier ist mein Itemladen. Möchtest du etwas kaufen? Was bringt dir der Pilz? Oh nein! Das. Gegnerische Würfel minus 2. Das ist ja fies. Oh, Rosalina. Auf den normalen Würfel jetzt. Okay. Oh, vielleicht schon gleich 3 Münzen. Echt, ne? Minispiel! Einer gegen 3 Minispiel, okay. X im Sinn! Da machen. Das Dreierteam gewinnt auch, wenn nur ein Teammitglied alle 3 Fragen des Einzelspiels erfolgreich besteht. Wie viele Toads waren zu sehen? Wie viele Früchte? Ah, okay, okay. Gehen wir hin.
Okay. Start. Schauen wir nach. Wie genau hin? Oh. Rein, ne? Hätte doch 1, 2 oder 3 vom ZDF. Genau so ist das hier auch. Oh, Scheiße, hat mich rausgedrückt. So. War nur 3, oder? 3, ja. Tschüss. Oh, da fällt sie hinab in die Grube. Sieh genau hin. Ah, ich habe die Früchte nicht gemerkt, ich Depp. Oh, da war nur 2. Du hast nur 1 Zitrone zum Schluss? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ah, ich weiß, glaube ich, nehme das hier noch mit. Das war nur eine, letzte hat einer gehabt, auf jeden Fall. Ja, letzte hat die Zitrone. Wow! Gut. Ahaha. Okay. Sieh genau hin. An 5. Oder 6? Ich meine auch, das waren 5. Ich meine auch, das waren 5. Ich stelle mich jetzt nicht nur hin, weil Luigi da steht. Ich habe eigentlich auch 5 gesehen, aber bin mir nicht genau sicher. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ende. Ende, okay. Das ist doch gut. Fertig? Yeah! Yeah! High five! Super! Die sehen echt gut aus, die Figuren irgendwie, ne? Also das ganze Spiel sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Und es läuft flüssig! Es läuft verdammt flüssig! Also ich meine, es ist ja nur ein Brettspiel, aber trotzdem, es läuft sehr gut. So, ich bin immer noch ganz oben. Was gut ist. Unverändert! Yeah! Verbessert hat sich die Peach. Peach ist am Zug. Und Peachy. Oh, was nutzt ihr denn da? Bobo-Pilz. Jetzt kriegt sie doch wieder. Oh, ach, er ist auch noch dabei, stimmt. Und der Turbo. Hey, ja, 9 Felder. Endlich kommt jemand wegen des Sterns vorbei. Also nimmst du den Stern? Verdammte Axt. Na gut, das ist ja der erste Stern nur, ne? Es gibt ja mehrere. Oh, doofe Peach. Ich hasse Peach. Hast du schon erzählt? Verdammte Axt, ich muss auch einen Stern haben. Liebe Sterne. Ah, diese Blöden. Wenn ich hier gerade rumfeixe. Oh, warte mal. Gut, dann ist es Zeit, den nächsten Stern auf dem Feld zu platzieren. Hier, schwebt mal hin. Ich bin überlegen, ob ich morgen am Samstag nicht einen Stream mache, wo die Leute mitspielen können, wenn sie wollen. Schöner Online-Modus hier mit Super Mario Party. Wer Lust hat, meldet sich einfach bei mir. Und zwar entweder bei Twitter oder hier unter als Kommentar. Wenn es denn genug Leute gesehen haben. Hallo, ich bin's, Lakito. Dass du es bis hierher geschafft hast, ist eine tolle Leistung. Du hast Glück. Ich werde einem Gegner einen Stern oder Münzen für dich klauen. Was? Du blöde Peach. Wie viel klaut er mir? 5 Stück. Diese Drecksau. Wusste mal, Peach ist eine kleine Bitch. Hinterhältig, die Gute. Hinterhältig. Okay. Ich will das Spiel oder einmal kurz sehen. Da ist der Stern. Vielleicht für einen Tod-Tipp, um dir die Orientierung der Ruine zu helfen. Um fleißig Münzen zu sammeln, begib dich auf die blaue Route. Wenn du einige Münzen bekommen, beisammen hast, schlag die rote Route, um einen Stern zu bekommen. Den ganzen Weg da rumgehen, das ist ja ätzend. Aber das müssen wir wohl machen. Kommen wohl nicht drum rum. Okay, danke. So.
ich doch niemals schneller hin als die anderen, oder? Ja, hier aufhalten. Mann. Bloß wie halte ich die auf, ist die Frage. Ob ich wirklich irgendwie ein paar Items oder so ich nutzen kann. Ruijan einen versteckten Block gefunden. Na super. Irgendwie finden alle was, außer ich. Da kriegt er mal 10 Münzen. Frechheit. Rosalina ist am Zug. Oh, eine 6. Ja, 3 Münzen und ich lasse dich vorbei. Oh, sie will echt vorbei. Aber, ach, sie will Münzen sammeln, okay. Oh nein, das ist ein Glücksding. Einer der Gegner fliegt nicht. Ja, Gott sei Dank, nimm den, der die meisten hat, nimm den die weg. Das ist gut. Minispiel! 4 Minispiele. Okay. 4 Spieler minimal. Mitroschka, Mischa. Oh, das sind die kleinen Puppen, die ineinander stecken, ne? Okay, Aufgabe. Mitroschka mit den meisten Puppen im Inneren finden. Okay, das war aber verstanden. Testen wir mal. Start. Okay, jetzt bin ich raus. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Oh, scheiße. Also, das letzte ist aber verdammt schnell, oder? Mein Gott, ich muss mal ein bisschen weiter weggehen vom Bildschirm vielleicht. Mehr Überblick habe. Obwohl, das ist nur einmal wahrscheinlich, ne? Ja, schade. Eieiei, du, das ist aber nicht so leicht. Überhaupt nicht leicht. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich habe mich zwar verbessert, das macht aber nicht so viel Sinn, denn... Also ein Stern. Peach ist am Zug. Was? Das ist echt gemein. Mit 3 Münzen und ich lasse dich vorbei. Oh, du darfst vorbei. Das ist den zweiten Stern. Alter. Wir losen hier. Das ist echt viel. Hast du wirklich Glück bei, ne? Das ist ja teilweise nichts mit Können zu tun mehr. Weil die Minispiele kann man so viel gewinnen, wie man will. Wenn man ein besseres Würfelglück hat, dann kann man nicht gewinnen. Nicht schlecht, Peachy. Nicht schlecht. Na gut. Versteck mal den nächsten Stern. Jetzt, ach da, okay. Okay, da bin ich diesmal dichter dran. Da müsste sie auf jeden Fall... Nee, weil Luigi ist dichter dran, aber... Bitte fleißig Münzen sammeln. Haben auch ein Glück, ne? Turbopilz, ja super. So. Ich nehme mal den normalen Würfel. Auch 4, na super. Oh nein, ich komme sogar auf den. Oh, warte. Hier ist mein Itemladen, möchte ich das kaufen? Die Münzen habe ich denn? Was kaufen? Gegnerische Wurfen bis 2. Wollen dich mal den goldenen. Oh, Pilz ist nicht schlecht. Aber Luigi kommt, glaube ich, direkt zum Ziel, wenn er würfelt jetzt. So, Waluigi. Waluigi, Mann. So, Rosalina, dann bin ich gespannt, was du vorhast. Kauft bestimmt was? Obwohl, ich würde nichts kaufen, wenn ich du wäre.
Die Kohle hast du nicht mehr. Na gut. Hat vielleicht Sinn, in den Torpilz zu nutzen. Minispiel! Oh, mal gucken. Ein Vierspieler-Minispiel, das ist doch gut. Und? Ah, Pfannkuchenpyramide! Pfannkuchenpyramide. Du kannst. Aufgabe, viele Pfannkuchen hat gerade an. Du kannst dir nur komplett freiliegende Pfannkuchen nehmen. Pfannkuchen mit einem Stern sind 3 Punkte wert. Ah, okay. Versuchen wir mal. Okay, ich bin spät angefangen, aber wir testen es mal. Das müsste eigentlich gehen. Bereit. Los geht's. Lecker, lecker. Pfannkuchen, ich liebe Pfannkuchen. Oh. Nein! Oh, dumm von mir. Ah, kriegst du nicht. Ah, verdammt, das. Oh, 12-12. Na gut. So. Na gut. Kann man ja auch einen ersten Platz teilen. So viel Größe habe ich. Verbessert. So, jetzt holen wir uns mal einen ersten Stern, glaube ich. Werde ich einen Powerwurf machen. Ich schaffe, obwohl, na, komme ich vielleicht da nicht hin. Ich glaube, ich sehr hoch. Sehr hoch würfeln. Obwohl, Waluigi ist ja vor mir noch dran, der Spacken. Das ist schon sehr nervig. Kauft sie was? Nee, hat gar keine Kohle. Haha. Selbst schuld, gieriges Luder. Und du findest noch die letzten Münzen. Pech, nicht mal den Stern kannst du kaufen danach. So. Machen wir. Den benutzen wir. Yes. Und wir müssen würfeln noch, ne? Dann nehmen wir den anderen Würfel. Dann bin ich mir sicher, dass ich auf jeden Fall eine 4 bekomme, vielleicht. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch so... Also, das ist doch... Beschiss. Ja, kriegst du. Das ist doch beschiss. Also, wirklich. Ich glaube nicht, dass das mit rechten Dingen zugeht hier. Oh nein. Okay. Jetzt verdient. Und du bitte geh nur 2 Schritte. Oh nein, 5. Kommt er bis zum Stern? Nee, kommt er nicht. Oh doch, vielleicht doch. Was, wo will er mich denn? Wo will er sich dahinter? Zu mir vielleicht? Nee. Warum das? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Okay, vielleicht um Münzen zu sammeln noch? Ich weiß es nicht. Rosalina, zeig mir, was du kannst. Oh. Pilz? Ei. Okay, wo willst du denn hin? Echt, was bringt euch das denn, wenn man zum Kontrahenten kommt? Komm zu mir. Okay. Ach Mist. Hoffentlich kommt die Kugel und macht sie platt. Oh, was passiert da denn? Ah! Macht das Sinn, dich selber platt zu machen? So. Ach so, das bringt nur was, wenn dann noch andere Kollegen draufgestanden hätten, ne? Ah, sehr gut, sehr gut. 1 vs. 3. Okay. Es kommen immer die Fragezeichenspiele, kann das sein? Lustigerweise. Ist ja gut, wenn wir den Freischutz. Jetzt gibt's auf die Lichter. Aufgabe, die will auf beleuchtete Kugeln schlagen. Es gewinnt, wer zuerst 20 Punkte erzielt. Okay, versuchen wir mal.
Aber wie soll man das denn schaffen, so schnell immer? Auch ein bisschen Glück, ne? Naja, wenn wir zu dritt sind, soll es ja recht einfach gehen, ne? Könnte man sich auch irgendwo alle, könnten sich ja positionieren. Okay, fangen wir an. Könnten sich auch alle irgendwo positionieren, dass man nicht immer ineinander läuft, dann wird es natürlich noch schneller gehen. Start! Hey! Macht da keinen Sinn für mich, da hinterher zu laufen. Aber ich glaube, wir müssten gewonnen haben, oder? Ah, ist ja egal, wie viele Punkte ich mache. Yeah! Bitte! Okay. Schade. Aber irgendwie ist es so ein bisschen falsches Spiel hier, ne? Mit mir hier getrieben. Betrug ist das. Auf jeden Fall. Ganz im ganz großen Stil. Ja. Und jetzt kommt er, haut ja auch nochmal zwei rein. Aber du kriegst minus zwei. Oh nein, Ereignisfeld. Achso, wenn die Maschine ein bisschen durch die Gegend das macht. Fängt's aus. So, endlich. Gucken, ob wir eine Münze bekommen. Item haben wir leider nicht. Dann maximale 4 würfeln. Ich krieg schon wieder 0, pass auf. Ah, okay, eine 4. Oh, ich krieg einen Partner. Der Bündnenfeld. Wie nehmen wir denn da? Oh, Würfel dabei. Super. Ich kann dir einen Ort zeigen, an dem nicht ständig andere auf dir herumstampfen. Du bist jetzt mit Gumpa verbündet. Sehr gut. Okay, jetzt müssen wir hoffen, dass keiner zu uns hinkommt in der Zeit, weil ich meine, sonst verlieren wir trotzdem den Stern. Wir sind zwar dicht dran, aber macht der anscheinend nicht so viel. Ach man, lass dich doch nicht. Er lässt sich natürlich direkt zu mir fliegen. So ein Spaß. Ach man, das ist doch blöd. Wieder verloren, das gibt's doch gar nicht. Das, echt? Ey, hä? Zu dir? Ach so, wegen Ereignisfeld. Was bringt das? Jetzt zahlst du nochmal Münzen dafür, dass du da vorbei kannst? Macht doch gar keinen Sinn. Oder will er den Pilz da noch haben? Nee. Naja, egal. So, Rosalina, du bist bitte eine 2. Nein, aber kommt nicht ganz hin, aber trotzdem. Pass auf, jetzt. Okay, ich dachte, jetzt kriegst du noch einen Pilz, der ja sagt, du darfst doch einen Schritt weitergehen. Oh, ich bin gespannt. Minispiel! Darauf freue ich mich immer am meisten. Macht am meisten Spaß. 4 Spieler Minispiel. Sehr gut. Habt ihr eins von den Fragezeichen? Ja! Totale Banane. Oh, Donkey Kong. Oder? Also auch Podest in der Mitte erreichen. Okay. Oh. Oh Mist, die Bananen sind recht viele. Das sind wirklich viele Bananen, ne? Oh. Da muss ich hin. Oh Mann! Hey, ich bin auch hier irgendwie verkehrt. Verdammte Axt! Den pustet das gar nicht. Ja, ich will ja auch darunter irgendwie, aber irgendwie. Boah. Das Spiel verliere ich komplett, würde ich sagen. Ach da, okay. Ende.
dachte, das wäre in der Mitte von meinem Feld, aber nicht links außen irgendwie. So habe ich es irgendwie, weiß auch nicht warum, das gedacht habe. Wo man es vorher schon gesehen hat, ne? Aber irgendwie habe ich da die falsche Orientierung gehabt. Ich dachte, das wäre in der Mitte von meinem Feld. Oder bei was in der Mitte von allen Feldern. Okay. Passiert. Unverändert. Gut. So, jetzt müsste ich ja theoretisch das gleich vielleicht schaffen. Ne? Die anderen jetzt nicht noch schaffen, um wir alle vorbeizuziehen. Werden sie natürlich schaffen, ne? Ist klar. Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne man sich hier holen kann pro Feld, also pro Spielbrett, wenn es zu Ende ist. So. Wir müssen eigentlich ja nur eine... Und den Kumpelwürfel. Bleibt automatisch stehen, ja, ne? Yes! Den Stern mit dem Stern. Du hast es geschafft, klasse! Also nimmst du den Stern? Na klar. Glückwunsch, Shy Guy, da bist du einen Stern reicher. Yes, wir haben einen Stern. Juhu! Ja, da habt ihr es. Okay, jetzt bringt uns noch nicht so viel. Wir brauchen noch ein paar mehr Sterne. Shy Guy will es wissen. Gut, dann ist es Zeit, den nächsten Stern auf dem Spielplatz zu platzieren. Dann zeig uns mal, wo du hin schwebst. Wahrscheinlich ganz weit weg von mir. Da, direkt am besten vor die Nase von jemand anderem. Nicht dein Ernst? Ja, super. Ich hab noch kurz angucken. Hey, links. Bei welchem Weg ich gehe. Machen wir das Ereignis. So. So. Waluigi ist am Zug. Ah, Pilz. Ja, ja, klar, ihr kriegt immer alles. Goldener Turbopilz. Da freut er sich. Affe. Rosalina ist am Zug. Mein Gott. Da. Oh, ein Versus-Feld. Was ist das? Jeder Spieler setzt Münzen und dann wird ein Vibrationsspiel ausgetragen. Vibrationsfälle? Okay. Bestimme, wie viele Münzen jeder einsetzen muss. 7 Münzen. Okay. Huch, du hast nicht genug Münzen. Naja. Der Gesamteinsatz. Drücke bei der stärksten Vibration. Okay. Oh. War gerade dumm. Gerade. Irgendwie habe ich gedrückt, nachdem es aufgehört hat. Selber. Haben ordentlich Münzen, wa? So. Ding 3. Bombenmenten, also Bombenmenten mit Bomben wahrscheinlich, genau. Also. Okay, check, gecheckt. Weiter geht's. Meine Gegner, meine Figuren machen irgendwie gar nichts.
Los, zurück damit. Ende. Ah. Eine enge Kiste trotzdem, ne? Mal sagen. Okay, ich habe jetzt gar nichts gemacht, trotzdem hat er abgeklatscht, also von daher. Ahnung. Vielleicht muss man irgendwas machen, dann kriegt man noch mehr Münzen, ich weiß es nicht. Ja. Oh, ich rutsche runter. Nee, doch nicht. Ah, ich habe eine Münze. Ah, ich habe einen Stern, stimmt. So, übrige Runden, 3. Okay. Noch 3 Runden und dann Schluss. Aufgepasst, es sind nur 3 Runden zu spielen. Da lohnt sich doch ein Blick auf die aktuelle Platzierung. Peach ist auf Platz 1. Shy Guy auf 2. Rosalina 3. Und Waluigi ist auf Platz 4. Letzten Platz. Das wird ganz eng. Jetzt darf sich keiner auch nur die geringste Blöße geben. Okay. Wer wird gewinnen? Hören wir uns die Meinung des Gastexperten an. Hier ist der, der hat alles Applaus. Achso. Hallo Leute, ich bin's, Lakito. Waluigi wird die Partie nach einem Rückstand drehen. Ich bin mir dessen wahrscheinlich eher ziemlich sicher. Das glaube ich kaum. So Leute, hierfür erhält Waluigi folgende Belohnung. Goldröhre. Oh, was ist die Goldröhre? Teleportiere dich in die Nähe eines Sterns. Das ist ja gemein. Wir nähern uns zum Spielende. Und noch besser, auf blauen Feldern gibt es sofort 6 Münzen. Allerdings bedeutet es, dass es auf dem roten auch 6 Verlust gibt. Das kann die Partie entscheiden. Okay, los geht's. Na, immer noch nicht nervös, da kann ich nachhelfen. Ein Spiel macht doch nur Spaß, wenn es richtig zur Sache geht. Was passiert jetzt? Okay. Oh je, Kamek hat die Peach-Pechfelder noch schlimmer gemacht. So ein riesen Pechfeld ist sehr gefährlich, darauf sollte man auf keinen Fall landen. Ob es dir gefällt oder nicht, die letzten 3 Runden stehen an, also gibt alles. Los geht's. Peach ist am Zug. Turbo-Pilz. Shy Guy ist am Zug. Gut. Oh. Tolle Leistung. Du hast Glück, ich werde einem Gegner einen Stern oder eine Münze für dich klauen. Oh, klauen Stern. Das zahle ich gerne 30 für. Geil. Das ist natürlich fies, das Feld, ne? Was das angeht. Aber auch cool für uns. Oh, Peachy, das tut mir leid. Heul doch. Ich bekomm's. Hello. Oh. Sterne halten, sehr gut. Dann rutschen wir nach oben automatisch. Scheiße, wir sind Platz 1. Siehst du? So dreht man das Spiel noch. Müssen so viele andere darauf kommen. Was? Münzklaufalle. Klaue einen Gegner 5 bis 10 Münzen. Ah, okay. Waluigi ist am Zug. Ach, dann wird die Röhre nehmen. Okay, 7 Felder. Oh, jetzt kann er sich wieder aussuchen. Verbündeten-Phone. Ruf eine Verbündung zur Hilfe. Okay, auch nicht schlecht. Verbündeten-Feld. Ja, jetzt kriegt ihr auch einen Verbündeten. Besser. Oh, Yoshi. Yoshi, Yoshi, sammeln wir Sterne. Du bist jetzt mit Yoshi verbündet. Okay. Auch nicht so ein super Würfel eigentlich, ne? 0, 1, 1, 3, 7 oder sowas. 2 gegen 2. Das wird immer spannend. Vitamin-Viereck.
die vorgegebene Formation oben haben. Das Quadrat mit den gewünschten Objekten kann an zwei Stellen erstellen. Ah, okay. Ah, okay, okay, okay. Nicht schwer, los. Also gucken, ob meine Peach noch clever genug ist, mitzukennen, was gemacht werden soll. Sehr gut. Runde 2. Nee, warte, Entschuldigung. Darüber. Ah. Oh, Mist! Ah! Ja, ich hab nur die rechte Seite, okay. Sehr gut. Letzte Runde, okay. Oder vielleicht letzte Runde. Yes! Ende. Gewonnen! Sehr gut. Ja, übrige Runden 2. Okay. So. Spannend, ne? Steven. Was will sie kaufen? Eine Röhre. Ah, das würde ich auch machen. Oh, so eine Röhre muss ich mir auch gleich holen. Noch ein Glücksfeld. Oh. Da laufen wir doch auch längst hin. Hoffentlich schaffen wir das. Wir klauen ein paar Münzen. Wen klauen wir Münzen? Wer hat am meisten? Waluigi. Mann. So, los geht's. Ah, 10 Münzen. Wo würfeln wir? Ich hoffe, ich kriege ein paar. Oh nein, nur 2 Münzen. So ein Scheiß. Einen Schritt können wir gehen, okay. Oh nein, jetzt verstellt er mich auch wieder den Weg. Na gut. Waluigi, das kann eine blöde Münze, Truhe mit. Benutzt er trotzdem nicht. Warum benutzt er denn diese Röhre nicht? Dann ist er auch direkt am Ziel. Aber nicht verkehrt. Oh, er bekommt Luigi. Auf ihn ist es schwierig, dass er immer Verlass. Dumm. Rosalina! Zeig mir, was du kannst. Okay, was würfelt sie? Eine 5. Ui. Ich habe 2 raus. Wie viel sind da durch? Alle wollen diese blöde Röhre haben. Ach, scheiße. Okay, jetzt ist natürlich sehr offen das Spiel. Wenn jeder so eine Röhre hat, kann sich jeder sich diese Dings holen. Münzen gibt's auch noch. So, Minispiel. Jetzt bin ich mal gespannt. Mal ein bisschen was reißen hier. 1 gegen 3. Okay. Bissiger Buxierer.
Axi oder Bo. Ah, da. Gegner mit Kettenhund rammen. Okay. Jetzt. Nur Zeit ablaufen, ne? Start! Ah, man kann ihn irgendwie da raussteuern? Ende. Ah, gewonnen. Gewonnen. Sehr gut. Fertig? Yeah. Yes. Sehr gut. Gut, also, jetzt müssen wir auch gucken, dass ich auch da hinten noch an diesen Shop komme, damit ich mir auch so eine Röhre holen kann. Weil, ohne Röhre? Peach ist im Zug. Naja, letzte Runde. Da. Okay, bist du direkt bei dem... Wird wahrscheinlich den Stern jetzt holen. Ja, kein Null würfeln. Aber Münzen kann sie kriegen. Haha! Ah nein, scheiße. Er würfelt ja auch noch. Ärgerlich. Hoffentlich kostet das 30. Naja, 2-2, ne? Ist wahrscheinlich nach Münzen, oder? Wer am meisten Münzen hat denn? Oder wonach geht's denn? Muss es ja. Wenn beide 2 Sterne haben, müsste es eigentlich nach Münzen geben, oder? Okay, vielleicht gewinne ich ja trotzdem noch. Peach will es wissen, ja. Gut, dann ist es zu. Wieder da oben? Das ist dann nicht dein Ernst, ey. Ich bin gerade den ganzen Weg da runtergelaufen. Kann auch nicht wieder hoch, glaube ich. Oh. Also, ich will einen Stern haben. Shy Guy, das bin ich. Okay. Okay, Gampa, enttäusch mich nicht. Sehr gut. Im Laden. Im Laden. Yes, und wir wollen auch diese blöde Münz, Dings kaufen. Was, die sind alle ausverkauft? Ah! Wie doof. Schweinscheiß. Oh, Luigi ist am Zug. Naja. Okay. Er hat den nächsten Stern. Aber er hätte, würde nur einen haben. Ist er nicht. Oh, Pech. 1-1. Naja, egal. So, einen Stern hat er. Kauft er sich auch. Ich bin trotzdem noch auf 1. Ich bin immer noch auf 1. Und Luigi übernimmt Platz 3. Also stand am Anfang, dass das Spiel knapp eine Stunde geht. Damit haben sie recht. Wirklich knapp eine Stunde. Wir sind jetzt bei 55 Minuten. Also das Spiel selber an sich vielleicht gerade mal so 50 Minuten, aber trotzdem, das ist schon eine gute Unterhaltung, ne? Also man muss sich schon was, nichts vornehmen, wenn man das macht. Yeah, here we go.
Haha, ausverkauft. Naja, das war die letzte Runde, glaube ich, ne? Also von daher geht es jetzt nur noch darum, Münzen zu sammeln. Hopsala! Team-Minispiele, okay. Aufgabe nicht wegkegeln lassen. Rolle können von links oder von rechts herangerollt kommen. Okay, nochmal. Okay, ist so dumm. Ja, ich mach's nochmal. Ah, okay, da kommt noch mehr. Okay. Ah, ich hab's gecheckt. Lass mehr. Los geht's. Das war ein blödes Minispiel. Das Minispiel ist nicht doof. Das ist wie dieses blöde mit dem Seil springen, ne? Von früher, was man kennt auf dem Schulhof. Macht nichts, jetzt wird abgerechnet, Leute. Alle Runden sind beendet, damit ist es Zeit, das Ergebnis zu verkünden. Also eigentlich, laut Münzen, habe ich doch gewonnen. Das Abenteuer in der Ruine ist beendet. Ein legendärer Wettkampf, an dem man sich lange erinnern wird. Wer hat denn nun gewonnen? Schwebt. Also dann gehen wir mal durch, wer sich welchen Bonus sichern konnte. Es gibt übrigens einen Stern für jeden Bonus. Was? Hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Item-Bonus. Der Item-Bonus. Dieser Bonus erhält der Spieler, der die meisten Items... Och Mist, hab ich auf jeden Fall nicht. Der Bonus geht an. Spaß, jetzt hat er 2 Sterne. Und welches ist wohl der zweite Bonus, den ich verkünden darf? Ereignisbonus. Wer am meisten auf dem Ereignisfeld war. Okay. Verdammt Axt. Hab ich auch nicht. Doch, hab ich? Echt? Hätte ich nicht gedacht. Shy-Guy! 3 Sterne. Yippie! So weit, so gut. Und wer hat nun gewonnen? Bommelwirbel. Oh, Shy-Guy. Waluigi. Rosalina. Diesmal geht der Sieger an. Shy-Guy! Yes! Ich bin King! Schaut's euch an. Okay. Wir halten Sterne in Minispielen gewonnen. Und okay, haben wir nicht so viel. Zurückgelegte Felder, habe ich 60 Felder zurückgelegt. Nee, 40. Okay. Sehr gut. Das ist auch super. Plus 2000 auf dem Peach-Konto. Was ich damit machen kann. Zurück zur Party-Plaza. Bravo, das war fantastisch. Wump, Domino-Ruine geschafft. Bravo. So, damit haben wir es geschafft. So, Tablet, zeig mir, was zeigt mir jetzt an. Ich habe auf jeden Fall... Punkte gemacht. Wer weiß, wir gucken mit einem grandiosen Fisch, dass du Rhythmus im Blut hast. Das machen wir jetzt nicht. Ja, ich wollte euch das noch kurz gezeigt haben, auf jeden Fall. Das nächste Brett werden wir auf jeden Fall auch spielen. Aber jetzt war es das für heute. Beziehungsweise für jetzt. Vielleicht komme ich, lade ich später noch ein anderes Brett hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.